Lieber Alex, ich freue mich mega, dass du heute der erste von meinem Podcast Interviewpartner bist, sozusagen. Und du bist ja nicht nur ein lieber Freund von mir, sondern auch Geschäftspartner, kann man ja schon sagen. Auf jeden Fall Trainer, Kollege. Und wir haben uns ja kennengelernt vor 2 Jahren bei einem Ja. wundervollen, 3 Jahren mittlerweile, bei einem ganz tollen Seminar. Und da haben wir uns natürlich komplett außerhalb der Komfortzone bewegt und wir sind in diesen 3 Jahren super gewachsen. Hättest du mich vor 3 Jahren gefragt, ob ich mir mal vorstellen kann, Podcast zu machen? Nein. Heute ist es soweit und ich freue mich, dass du der Erste bist, mit dem ich das machen darf. Deswegen auch erstmal an der Stelle herzlich willkommen und danke, dass du dabei bist. Dankeschön. Es ist eine Ehre, das mit dir erleben zu dürfen und der Erste sein zu dürfen. Danke. Ja, danke schön. Bevor wir gleich einsteigen in das Thema, würde ich gerne erstmal kurz deine offizielle Anmoderation vorlesen. Der geborene Gastgeber und Hotelier Alex Obertop begann seine Laufbahn mit 15 Jahren als Tellerwäscher. Dieser Start in der Gastronomie verhalf Alex einer Zulassung zu 2 aufeinanderfolgenden Hotelfachschulen und eine langjährige internationale Karriere in der Ritz-Carlton Hotel Company in Städten wie Atlanta, Boston, Washington DC und Miami. 4,5 Jahre lang führte er den legendären Breidenbacher Hof in Düsseldorf zu enormen Erfolgen. Stars wie Pink, Cher, Beyoncé, Jay-Z, AC/DC und Michael Jordan gingen ein und aus. Als gebürtiger und stolzer Holländer führt er seit vielen Jahren das einzige 5-Sterne-Design-Hotel in Hamburg, das Side Hotel. Herzlich willkommen an der Stelle nochmal, lieber Alex. Dankeschön, Jessie. Und das Hotel, das Side Hotel, das verbindet ja uns, würde ich jetzt mal sagen, enorm, denn ich hatte das Glück und die Ehre, schon sehr schöne Aufenthalte in diesem Hotel zu haben, da wir auch einiges gemeinsam gemacht haben in der Vergangenheit. Und spannenderweise haben wir auch einen ähnlichen Werdegang, denn ich war ja auch auf der Hotelfachschule, zwar nicht in Amerika, aber in Österreich und hatte auch den Werdegang in der Gastronomie, bin dann ein bisschen raus und lebe mittlerweile ja in Österreich und habe da einen ganz anderen Fokus. Aber unsere Leidenschaft ist ja von uns beiden das Team und die Mitarbeiter. Und wir haben ja beide Absolut. den gleichen und ähnlichen Ansatz und deswegen freue ich mich auch riesig, dass du heute dabei bist und das mit uns und den Hörern und Hörerinnen teilst, wie du nämlich deine Philosophie lebst. Du bist ja wirklich ein Vorbild durch und durch für dein Team. Du kannst, glaube ich, nicht von Personalproblemen klagen. Dazu kommst du später sicherlich auch noch. Aber was mich erstmal interessiert ist, was hat denn dich dazu bewegt, auch aus Amerika wieder zurückzukommen nach Deutschland, um auch jetzt so viele Jahre in dem Side-Hotel zu sein? Vielen Dank, Jesse. Mein Werdegang hat natürlich in Holland angefangen. Da habe ich als Tellerwäscher mit 15 Jahren angefangen und da habe ich wirklich dann, ja, da hat es nicht mehr aufgehört zu kitzeln bei mir und ich wollte immer weiter, 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 mehr lernen, mehr machen, mehr erleben. Ich hatte halt das Glück oder ich war oft in der Situation, dass ich auch wirklich immer wieder weiter wachsen durfte und konnte. Und als ich dann die Hotelfachschule in Holland gemacht habe, das war nicht in den USA, das war in Holland, einmal eine sehr, sehr praktische Hotelfachschule und dann noch im Anschluss die Hotelmanagementschule in Den Haag, eine der führenden Hotelfachschulen oder Hotelmanagementschulen weltweit. Und das hat mir natürlich nochmal eine tolle Basis gegeben, um dann in 1997, also ganz, ganz lange her, in Atlanta mein Abschluss, sage ich jetzt mal, zu machen mit meinem Internship bei Ritz-Carlton. Und ich dachte damals, ach, 1,5 Jahre bin ich jetzt hier, weil so lange dauerte mein Visum. Ne? Dieses Internship war nur ein halbes Jahr lang, aber ich dachte, okay, dann bleibe ich halt 1,5 Jahre. Und ich blieb dann doch 7 Jahre.
konnte von der einen in die andere Stadt wechseln innerhalb der Ritz-Carlton-Hotelgruppe. Und das hat mir natürlich auch unfassbar viele Möglichkeiten gegeben, viele Türen geöffnet. Ich habe zwischendurch auch noch verschiedenste Hotels innerhalb der Hotelgruppe eröffnet als Taskforce, sage ich jetzt mal, um dann die neuen Mitarbeiter dort mit zu trainieren und aufs Level von Ritz-Carlton zu bringen, die Philosophie bei denen zu erklären, denen einige Sachen vorzumachen, also zu zeigen, wie wir die Sachen alle machen bei Ritz-Carlton. Und das war sensationell. Und dann irgendwann war der Gründer von Ritz-Carlton, war dann weggegangen bei Ritz-Carlton und ist dann nochmal selbstständig geworden, durfte erstmal eine Weile keine Hotels betreiben, weil da gab es so eine Vertragsklausel. Und dann irgendwann dann hat er doch wieder angefangen, die ersten Hotels zu pachten. Und dann kam der Anruf. Und Horst Schulze ist sein Name, ist wirklich ein ganz, ganz großes Vorbild von mir. War auch weltweit Hotelier des Jahrhunderts und hat mich in meiner Art und Weise, Hotels zu führen, mit meinem Team umzugehen, natürlich geprägt. Und als er dann anrief und sagte, Alex, es ist soweit, ich sagte, okay, wo geht's hin? Also es war ganz einfach. Und dann bin ich nach Sedona in Arizona. Das war dann meine erste Station nach Ritz-Carlton. Und dann kamen noch verschiedene Stationen und dann wieder Breidenbacher Hof, dann, wie du schon genannt hast, den habe ich als Teil des Führungsteams mitgeführt, 4,5 Jahre lang. Danach ging es wieder zurück nach USA, nach Washington D.C., habe das Capella Hotel Washington D.C. eröffnet. Da war ich dann 2 Jahre und dann haben wir uns gedacht, ja, irgendwann geht es doch wieder nach Deutschland. Es ist doch wie eine Heimat geworden für mich, sogar für mich als Holländer. Und dann ging's Schlag auf Schlag. Und dann bin ich nach Hamburg gezogen und da jetzt schon seit fast 6 Jahren. Also das ist richtig schnell gegangen. Und 6 Jahre lang in einem Hotel zu bleiben, das ist auch eine lange Zeit. Normalerweise, also in der internationalen Hotellerie und auch wie mein Werdegang bis dahin oder bis jetzt war, ist, dass ich jede 2 bis 4 Jahre irgendwie schon ein Hotel gewechselt habe. Innerhalb der Gruppe immer. Es gab nur einmal einen Firmenwechsel von Ritz-Carlton zu Capella. Aber jetzt bin ich in Hamburg seit fast 6 Jahren. Ich fühle mich da super wohl, habe ein tolles Haus, was ich führen darf. Ein Haus mit weiterhin viel Entwicklungspotenzial. Und das habe ich vor fast 6 Jahren dann auch gesehen, dass wir da unfassbar viel machen können, bewegen können, entwickeln können mit dem Team, mit der Unterstützung unseres Eigentümers und eine gewisse Freiheit auch da zu haben, wirklich etwas weiter aufzubauen. Also nicht nach hinten zu schauen, was mal war, nein, vor allem zu schauen, okay, was können wir noch alles in der Zukunft zusammen erreichen und mit diesem Haus. Und da haben wir einen tollen Wachstum in jeglicher Hinsicht gesehen. Und ja, das macht mich dankbar und das macht mich auch stolz. Ja, das ist eine kurze Antwort auf deine Frage. Kannst du auch sein, du hast wirklich ein großartiges Team, aber ich glaube, die können auch sehr stolz auf dich sein, dass sie so einen großartigen Direktor haben, von dem sie so viel lernen können. Und so wie ich es verstanden habe, hattest du ja in Amerika ein Vorbild, von dem du sehr viel lernen konntest. Wie hieß der Mann nochmal? Horst Schulze. Horst Schulze, der hat ja die Ritz-Carlton Hotelgruppe zu dem gemacht, was es geworden ist. Und Scott Rahm ist ein anderes Vorbild, ein großer Mentor von mir gewesen, der einer meiner ersten Hoteldirektoren in der Ritz-Carlton-Karriere war, aber der dann auch später von Ritz-Carlton auch zu Capella gewechselt ist. Also mit dem habe ich auch viele, viele Jahre zusammengearbeitet und da ist eine enorme Freundschaft raus hervorgekommen. Also richtig toll. Kannst du sagen, was natürlich uns spannenderweise interessiert, was du konkret daraus lernen durftest von den Herren und was dazu führte, also was hast du für dich so mitgenommen, dass du sein eigenes Leitbild entwickeln konntest, nachdem du vielleicht auch heute lebst? Gibt es sowas? Es gibt, denke ich, ganz, ganz viele Kleinigkeiten, die ich habe lernen dürfen. Natürlich das Team in den Mittelpunkt setzen, also die Mitarbeiter in den Mittelpunkt setzen, weil nur die Mitarbeiter kreieren
das Erlebnis der Gäste. Und wenn die Mitarbeiter zufrieden sind, wenn die happy sind, wenn die sich wohlfühlen, wenn die loyal sind, dann können die auch dafür sorgen, dass die Gäste genau das gleiche Gefühl auch haben. Also es fängt alles bei den Mitarbeitern an und nicht bei den Gästen. Also der Gast, ja, der steht bei uns im Mittelpunkt, aber nicht bevor die Mitarbeiter im Mittelpunkt stehen, weil die Mitarbeiter sollen, was heißt sollen, wir wünschen uns, dass die Mitarbeiter eine herzliche Ausstrahlung haben, dass die gerne da sind und sich um die Gäste kümmern. Das ist sowas von wichtig, dass das Team versteht, warum wir da sind, aber auch wofür wir da sind. Der Sinn der ganzen Sache ist wichtig und das ist einer der großen Punkte, die ich habe lernen dürfen, ist ja, in all den Jahren, es ist nicht ein Zweck, den der Mitarbeiter erfüllt, es ist ein Sinn, den der Mitarbeiter verstehen sollte und erfüllen wird. Also bevor der Mitarbeiter den erfüllen kann, muss er den natürlich verstehen, aber dabei oder dazu gehört natürlich auch das Auswahlverfahren. Wie wähle ich die Mitarbeiter aus? Das ist auch so ein Punkt, der so wichtig ist, dass ich mir die Zeit nehme, mit den Mitarbeitern mit den Kandidaten, sage ich jetzt mal, mich auseinanderzusetzen, mich um die zu kümmern in dem Moment auch und vor allem denen nichts vorzumachen. Offen und ehrlich zu sein, zu sagen, wie es ist, wie es, ne? Wir sind nicht perfekt und wir werden auch niemals perfekt sein. Ne? Und das sage ich auch in den Vorstellungsgesprächen. Und jeder potenzielle neue Mitarbeiter, den treffe ich auch, bevor der Mitarbeiter bei uns anfängt. Also es wird keiner bei uns anfangen, bevor ich die Person nicht mal in die Augen geschaut habe. Das ist mir ganz, ganz wichtig, dass die Verbindung da ist und dass die Zugänglichkeit auch da ist. Ja, also ich denke, ich bleibe mit meinen Füßen auf dem Boden und das ist wichtig, dass ich die Bodenhaftung nicht verliere und dass keiner von unseren Mitarbeitern das tut. Ne? Auch wenn wir erfolgreich sind und die Gäste happy sind und alles drum und dran, aber da können wir uns niemals ausruhen. Und das ist auch ein Spruch, den Horst Schulz für mich geprägt hat. Eleganz ohne Wärme ist Arroganz. Und dann kann man so elegant und schön sein, wenn da keine Wärme ist, wird der Gast niemals das spüren, was wirklich vom Herzen kommt. Und Eleganz hat kein Herz, Wärme hat Herz. Und deshalb, das ist so ein Spruch, den er immer wiederholt hat und den ich für mein Leben lang nicht vergessen werde. Da gibt es noch so zwei, drei weitere Sprüche. Aber Eleganz ohne Wärme ist Arroganz und Arroganz hat bei uns nichts zu suchen. Würdest du das auch als ein Lebensmotto direkt bezeichnen, wonach du auch lebst mittlerweile? Ja, also dein Lebensmotto auch, was du deinem Team auch vorlebst. Ja, die Wärme ist unfassbar wichtig. Ich sage immer, und ich habe das vorhin auch schon mal gesagt, nee, das war in der Sendung, die ich gerade eben aufgezeichnet habe, dass ich Teil meines Teams sein darf, seit fast 6 Jahren. Ja, ich habe die Endverantwortung fürs Team, fürs Haus und alles drum und dran. Ne? Aber ich möchte, dass die Mitarbeiter mich als Teil des Teams auch erleben. Und das ist mir unfassbar wichtig. So starte ich meinen Tag auch. Ich bringe meine Sachen ins Büro und mache dann erstmal eine Runde und sage Guten Morgen zu den Mitarbeitern, die dann in dem Moment da sind. Hole mir meinen Tee und fange dann, ich sage mal, im Büro an, aber zuerst erstmal schauen, okay, wie geht es den Mitarbeitern? Das ist mir unfassbar wichtig, sodass ich ein Gefühl habe, wie die Stimmung ist, ob alles gut ist und ob ich vielleicht etwas machen kann. Ja. Also du bist ja wirklich einer der wenigen Menschen, die ich kenne, die Mitarbeiter so führen mit Herz, Leib und Seele sozusagen, wie du es tust und jemand, der auch die Mitarbeiter so zu Fans macht, denn wir kennen uns jetzt seit 3 Jahren und ich habe von dir nicht einmal gehört, wir haben Personalprobleme oder wir finden zu wenig Mitarbeiter. Was würdest du denn jetzt den Hörerinnen und Hörern mitgeben, um nochmal auf dieses Thema Recruiting auch zurückzuführen? Worauf ist denn schon gleich am Anfang, schon bei der Stellenausschreibung zu achten? Was machst du vielleicht auch anders, um die richtigen Mitarbeiter oder überhaupt Herzensmenschen zu finden, die dann auch wirklich sich einbringen und für das Zeithotel brennen? Was machst du anders? Ja,
Also da geht es gar nicht um die Stellenausschreibung. Ja, die passen wir immer mal wieder an. Wenn man spricht mit einer anderen Ansage, spricht man andere Leute auch wieder an. Aber es geht wirklich um das Image, was wir kreieren. Das Image, was wir im Haus, für unser Team kreieren, was dann automatisch nach außen kommt. Die Gäste, die bei uns kommen, es spricht sich einfach rum. Und das ist das Allerwichtigste, mich wirklich jeden Tag damit auseinanderzusetzen, zusammen mit meiner Führungsmannschaft, zusammen mit den Mitarbeitern, dass alle verstehen, ja, was der Sinn unseres Tages im Hotel ist und dass wir keinen Job nur erfüllen oder zur Arbeit gehen. Das ist für mich wirklich das Allerwichtigste, wirklich ein Image zu kreieren. Und ein Image kreiert man nicht über Tage oder Monate, ne? Das dauert Jahre. Ich bin jetzt seit fast 6 Jahren da und kann halt über die 6 Jahre hauptsächlich sprechen. Und ja, wir haben unser Image immer weiter verbessert und da werden wir niemals am Ende ankommen. Wir werden immer weiter dran arbeiten. Und natürlich haben wir auch schon mal die eine oder andere Lücke vielleicht beim Personal. Aber katastrophal, wie es hin und wieder bei anderen Kollegen aussieht, in der einen oder anderen Abteilung, soweit ist es zum Glück bei uns nicht gekommen. Aber ja, Lücken haben wir schon hin und wieder. Es gibt manchmal so eine, ja, wenn Köche vielleicht 2, 3, 4 Jahre bei uns im Haus sind, dass sie irgendwann sagen, ich möchte jetzt vielleicht einfach mal was anderes sehen, aber nicht, dass sie sich bei uns nicht wohlfühlen. Das Schöne ist auch, dass wir den einen oder anderen Mitarbeiter, nachdem die dann vielleicht 1 Jahr, 1,5 weg waren, gesagt haben, okay, darf ich zurückkommen, weil ich würde gerne wieder im Team arbeiten. Also das macht uns auch eine große Freude und das beweist auch einiges. Aber es ist wirklich am Image des Hauses arbeiten, am Image uns als Arbeitgeber. Ja, das ist mir eigentlich am allerwichtigsten und darüber finden wir Leute. Aber es ist nicht einfach, jede einzelne Position zu besetzen, wenn man die sucht. Ich denke, nach der Corona-Krise, sage ich jetzt mal, könnte das ein bisschen anders aussehen. Aber da muss sich die Hotellerie und Gastronomie auch im Klaren sein, dass wir nicht irgendjemanden einstellen und für einen Job, das muss schon die passende Person sein. Und da spreche ich nicht von den Qualifikationen, überhaupt nicht. Ich spreche da einfach von der Persönlichkeit, von der richtigen Einstellung, dass die Mitarbeiter, die dann zu uns kommen, die richtige Einstellung haben. Wenn ich jemand frage, warum haben sie sich bei uns beworben und die sagen, ja, ich brauche einen Job, ich suche einen neuen Job, dann sage ich, haben wir nicht, wir haben keine Jobs. Es geht hier um ganz was anderes und das spürt man dann recht schnell. Und deshalb ist mir auch wichtig, jeden Kandidaten, der für unser Führungsteam dann in den verschiedensten Positionen in Frage kommt, dass ich die Person dann nochmal kennenlerne, um einfach nochmal sicherzustellen, hey, ja, ist es die richtige Person, weil lieber eine Person weniger als eine Person, die ja vielleicht nicht lange bleibt oder hält oder nicht die richtige Einstellung hat. Ja, absolut, sehe ich ganz genauso. Vor allem das Wichtige ist ja auch, dass die Mitarbeiter ja auch deine Vision teilen. Also, dass es erstmal überhaupt eine Vision gibt, ja, wo du als Direktor oder Unternehmer, Chef, wie auch immer, die Vision auch ganz klar und transparent mit dem Team teilt. Da fängt es ja auch schon mal an, das machen ja auch die wenigsten. Viele Mitarbeiter wissen ja immer gar nicht, wozu sie überhaupt in einem Unternehmen arbeiten. Manche bewerben sich, um einfach die Miete zu bezahlen, aber du hast es auch geschafft, eine Vision zu teilen, ja, wo die Leute gerne hingehen und die sind stolz drauf, dort zu arbeiten. Und genau diesen Ansatz mache ich ganz genauso, weil ich auch die Erfahrung gemacht habe, wenn die Menschen, die bei dir arbeiten, deine Vision kennen, sie ein Teil davon sein können, dann sind die ein Teil des Ganzen und denken auch über den Tellerrand hinaus. Und das ist ja das, was wir wollen. Und da spielen natürlich das Mindset, bestimmte Werte eine große Rolle. Und welcher Wert ist dir denn ganz besonders wichtig, den deine Mitarbeiter brauchen oder den du auch lebst und was ein Bewerber zum Beispiel mitbringen sollte? Offenheit ist so ein Wert, der mir sehr, sehr wichtig ist, weil wir haben halt mit so vielen unterschiedlichsten Personen zu tun, ob es innerhalb des Teams ist, ob es bei den Gästen ist und dann auch da eine gewisse Offenheit und eine gewisse Flexibilität zeigen zu können. Und Nebenwerte wie Ehrlichkeit, Pünktlichkeit und solche Sachen, die gehören natürlich auch mit dazu. Aber ich denke, dass
Offenheit für andere Menschen unfassbar wichtig ist, wodurch man einfach erfolgreicher ist und man sich nicht zu starr aufstellt und starr mit seinen Gedanken nur spielt. Nein, offen sein für andere Leute und das Positive sehen. Positivität, ja, ich bin ein geborener Optimist, aber es hat mich noch nicht geschadet. Ja. Oder hat mir noch nicht geschadet. Ich glaube, das ist richtig deutsch. Ja, egal. Jetzt geht es ja auch hier speziell um das Thema phänomenal führen, die Mitarbeiter zu Fans machen. Das lebt ja wirklich durch und durch. Und jetzt hat man gerade, um das nochmal zu erklären, das FAN steht für Frame Attitude Navigation. Der Wert war jetzt bei dem Attitude. Wie siehst du, wie schaffst du den Rahmen für deine Mitarbeiter? Was ist dir besonders wichtig, um einen wirklichen Rahmen zu schaffen, wo die Leute gerne hinkommen? Wir Menschen neigen ja immer dazu, für andere zu denken und glauben, das, was ich toll finde, könnten die anderen auch toll finden. Machen ganz viele falsch, weil meistens wollen die Mitarbeiter was anderes. Was ist so dein Geheimnis, wirklich diesen Rahmen zu finden und zu schaffen, was dein Team braucht? Ja. Ja, es ist erstmal eine offene Kommunikationsstruktur. Meine Tür ist immer offen, die ist auch physikalisch so gut wie immer offen. Das ist natürlich wichtig, eine Zugänglichkeit zu schaffen, aber dass die Führungskräfte genauso auch für die Mitarbeiter da sind. Das müssen auch die Passenden sein, die müssen Teil deres Teams sein und sich nicht zu schade fühlen für auch die weniger beliebten Arbeiten oder die dreckigeren Arbeiten, die doch hin und wieder gemacht werden müssen. Auf der anderen Seite, nachdem wir Mitarbeiter ausgewählt haben, gibt es erstmal einen Tag Orientierung. Die Mitarbeiter haben eine Ganztagesorientierung, wo alle Führungskräfte erklären, was unser Sinn ist, warum wir da sind. Natürlich auch Informationen geben, sodass der Mitarbeiter ankommen kann, ein herzliches Willkommen bekommt. Weil das ist genau das Gleiche, was wir von den Mitarbeitern erwarten, was sie tun, wenn ein Gast kommt. Dass ein Gast herzlich willkommen geheißen wird und dass wir nicht nur unsere Erwartungen äußern, aber dass wir auch den Mitarbeitern zuhören. Was sind deren Erwartungen? Offene Gespräche haben und ja, deren Karriere auch mit denen gestalten. Also ich befördere oder wir befördern am allerliebsten Mitarbeiter innerhalb des Unternehmens für neue Positionen und unterstützen diesen Wachstum. Natürlich gibt es auch Führungskräfte, die von außerhalb kommen und dann auch vielleicht eine gewisse Frische in eine Abteilung reinbringen, aber das die richtige Wechselwirkung auch. Aber es müssen halt die richtigen Leute mit dem richtigen Mindset sein. Und weil ansonsten, wenn wir da Ausnahmen machen, dann werden wir es ganz schnell merken. Ja. Was ich auch immer zu hören bekomme, ist, dass wir haben keine Zeit für Meetings. Ich habe keine Zeit, meine Mitarbeiter alle an einen Tisch zu bekommen, überhaupt Meetings zu machen im Alltag. Das funktioniert nicht. Also die schmücken sich ja mit Ausreden oft ohne Ende. Ja. Und der dritte Buchstabe des Fan-Modells ist ja die Navigation. Wie schaffst du es denn tatsächlich auch, die Richtung vorzugeben? Hast du Ziele? Wie oft steckst du die Ziele ab? Was ist die Vision? Braucht es das überhaupt? Was kannst du da den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben an der Stelle? Ja. Also Meetings zu machen ist wichtig, aber nicht Meetings zu machen, um zu mieten. Das ist erstmal so eine Aussage. Dann gibt es auch Meetings, die manchmal für eine Stunde angesetzt werden, aber die dauern dann anderthalb, zwei Stunden. Nein, wir haben da ganz klar gesagt, wenn es für eine Stunde angesetzt ist, dauert es eine Stunde und ab dieser Stunde, wenn die Stunde vorbei ist, hat jeder die Möglichkeit aufzustehen und zu gehen, weil wir dann zulassen würden, dass deren anderen Verantwortungen beeinflusst werden. Aber manchmal reicht ein 15-Minuten-Meeting auch oder ein 5-Minuten-Meeting. Also von daher, ein Meeting muss nicht immer lang sein, aber es sind auch die Gespräche während der Arbeit mit den Mitarbeitern, wo man mal gerade wenn es mal 5 Minuten ruhig ist, dass man das auch in dem Moment nutzt, zu trainieren, zu kommunizieren, Mitarbeitern andere Sachen zu zeigen, Sachen zu erklären oder ein Feedback zu geben zur aktuellen Situation an diesem Tag. Also da nicht zu starr zu denken, diese Meetings, diese Kommunikation. Nee, Kommunikation, das machen wir den ganzen Tag. Kommunikation muss nichts Geplantes sein.
Aber die Kommunikation muss auf jeden Fall stattfinden. Weniger Sachen digital zu machen, das heißt nicht, die Digitalisierung auszubremsen. Nein, es gibt halt Sachen für die Mitarbeiter, die sehr wertvoll sind, wenn sie von ihrem Abteilungsleiter oder von mir etwas persönlich überreicht bekommen und nicht nur eine Nachricht über HotelKit. Das ist das System, was wir nutzen für die interne Kommunikation, wo alle Mitarbeiter Zugang drauf haben. Aber nein, dieses Vier-Augen-Gespräch oder die ein, zwei Minuten, die man mal kurz mit einem Mitarbeiter spricht, dafür die Zeit zu nehmen und die Mitarbeiter dadurch auch wertzuschätzen und automatisch dadurch dann auch zum Fan zu machen. Mhm. Also es ist sehr komplex und sehr einfach. Ja. Wenn man weiß, wie es geht, das ist einfach, genau. Man darf sich außerhalb der Komfortzone mal bewegen und einfach mit dem Herzen. Im Endeffekt haben wir es ja alles in uns drin. Wir fühlen ja ganz viel, aber manche glauben, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich hatte ganz harte Lehrjahre. Bei mir lief das in der Ausbildung ganz, ganz anders, als was wir beide jetzt zum Beispiel heute leben. Und für mich war es der Auslöser zu sagen, ich mache alles anders. Und habe einfach das Gegenteil gemacht. Und so kam ich jetzt dazu, um dieses Fan-Modell zu leben, so wie du es ja automatisch machst, weil du ein super Vorbild hattest an der Stelle. Kann natürlich auch anders sein. Ich hatte auch mal eine schlechte Erfahrung, woraus ich gelernt habe. Ich habe auch während meiner ersten Hotelfachschule hatte ich auch ein Internship. Da habe ich ein halbes Jahr mich 100% eingesetzt. Aber mich immer wieder nicht zur Arbeit gequält, aber das war einfach, ich habe da keine Vorbilder gehabt in dem Unternehmen. Und die Art der Führung gefiel mir überhaupt nicht, mir persönlich nicht. Ich habe das nicht als für richtig gehalten, das war einfach nur meine Meinung. Aber ich habe unfassbar viel gelernt, wie ich es auf jeden Fall niemals machen möchte. Also auch für die Zeit, es war zum Glück nur, waren nur 6 Monate, bin ich trotzdem für diese Zeit sehr, sehr dankbar. In der Ausbildung, da ist man natürlich 3 Jahre oder bis zu 3 Jahre, da kann es natürlich anders aussehen. 3 Jahre sich da durchzuquälen, das kann schon richtig hart sein. Für mich waren es dann wirklich 6 Monate. Und sonst habe ich immer tolle Betriebe gehabt, wo ich arbeiten durfte und immer lernen durfte und Möglichkeiten bekommen habe, auch mich selbst zu entwickeln. Wie wichtig findest du das an der Stelle, sich selbst auch zu reflektieren? Wie bist du als Führungskraft? Wie entwickelst du dich? Was lief gut? Was lief schlecht? Wie habe ich gewirkt auf die anderen? Reflektierst du dich da selber auch in der Vergangenheit? Hast du das öfter gemacht, um da hinzukommen, wo du wirklich jetzt bist? Für mich war das auch eine Lernkurve, zu reflektieren, weil ich habe sehr viel vorgelebt bekommen und ich habe vieles davon dann für mich auch einfach genutzt und bin auch in erster Instanz davon ausgegangen, dass das alles richtig war, was ich dann gemacht habe. Zum Glück hatte ich die richtigen Vorbilder, auch immer noch. Also ich schaue auf viele Jahre meines Führungsstils oder meiner beruflichen Karriere zurück, wo ich sage, ich glaube, ich habe viel richtig gemacht. Ich habe aber bestimmt nicht alles richtig gemacht und ich mache heute auch immer noch nicht alles richtig. Ich kann mich aber so in den letzten Jahren immer besser selbst reflektieren. Aber ein Feedback ist mir immer wichtig. Also von daher, ich lerne jeden Tag weiter und ich kann mich immer noch besser reflektieren und bemühe mich da jeden Tag. Ja. Jetzt hattest du vorhin die aktuelle Krise angesprochen. Was ist denn für dich wichtig, aktuell oder überhaupt in Krisenzeiten für die Mitarbeiter zu tun? Also aktuell ist es ja so, wir dürfen uns ja mit dem Team nicht sehen. Wie kommunizierst du mit deinem Team und was ist für dich ganz besonders wichtig, was du jetzt für dein Team machen musst? Ja. Es gibt mehrere Punkte. Wir haben in Deutschland das Glück, dass wir offen haben dürfen. Wir dürfen unsere Mitarbeiter noch sehen. Natürlich alles mit Abstand, also 1,5-2 Meter Abstand. Und das Site hat auch noch auf. Was heißt noch? Wir werden aufhaben und mein Ziel ist es auch, dass wir auch aufbleiben werden. Also die Mitarbeiter haben immer noch eine Verbindung zum Hotel. Fast alle Mitarbeiter arbeiten auch noch im Hotel, halt nicht zu den
zur vollen Stundenzahl, aber die haben immer wieder die Möglichkeit, zum Hotel zu kommen und uns da so auszutauschen. Also das ist eine Art, zum Glück haben wir noch auf und dürfen wir auch aufbleiben. Und dann machen wir es über verschiedene Arten. Also es gibt natürlich WhatsApp-Gruppen, die die Mitarbeiter haben oder die Abteilungen haben. Ich habe vor kurzem eine Nachricht zu Ostern, was heißt vor kurzem, gestern oder vorgestern eine Nachricht zu Ostern aufgezeichnet, ein Video, was dann in die verschiedenen WhatsApp-Gruppen platziert werden kann. Also trotzdem noch auch über Hotelkit zu kommunizieren, was läuft im Hotel. Offenheit und Ehrlichkeit, das war vor allem am Anfang unfassbar wichtig, als es Richtung Kurzarbeit und niedrigere Belegung und so weiter ging, dass wir da sehr, sehr offen mit den Mitarbeitern gesprochen haben. Und wir haben auch alle Mitarbeiter dann ins Hotel geholt und pro Abteilung die Meetings gehabt, die Mitarbeiter aufgeklärt, was bedeutet das Ganze, wie wird es aussehen, was sind unsere Ziele, und das machen wir weiterhin. Und mit der Führungsmannschaft habe ich jede Woche auch einen Zoom-Call, wo wir uns alle sehen. Die im Hotel sind, sind dann mit im Raum, aber alle anderen sind dann online mit dabei. Und die erzählen dann auch, ja, was die beschäftigt im Alltag, ob es ihnen gut geht oder schlecht geht, was sie anders machen, wie sie vielleicht ihre Freizeit, die jetzt ein bisschen ausgebreitet ist, wie sie die gestalten. Also da diesen Austausch einfach hochzuhalten. Ja. Das ist meiner Meinung nach eine ganz, ganz wichtige Sache. Offenheit und Ehrlichkeit, Transparenz. Hm. Jetzt ist es ja so, dass in manchen anderen Ländern die Verhältnisse anders sind. Das heißt, teilweise sind die Hotels komplett geschlossen, was dazu führt natürlich, dass Unsicherheit bei den Mitarbeitern entsteht. Die haben Existenzängste, wie sie ihre Miete bezahlen sollen, weil natürlich ganz viel wegbricht. Werden natürlich unmotiviert, und das braucht ja auch enorm viel Kraft für den Direktor, für die Führungskraft, die anderen wiederum zu motivieren, gerade auch wenn geschlossen ist. Also was würdest du da den anderen, die jetzt zuhören, mit auf den Weg geben? Was kann man tun, damit die Leute nicht in ein tiefes Loch fallen? Wie gesagt, die Mitarbeiter trotzdem aktiv halten, mit dem Haus verbinden, ne, einen Zoom-Call vielleicht machen, den Mitarbeitern die Abteilungsleiter dafür sorgen, dass die Abteilungsleiter vielleicht ihre Mitarbeiter persönlich anrufen, dass sie die Stimmen hören. Ich sage mal, ein Direktor kann vielleicht nicht alle Mitarbeiter anrufen, aber dass der Kontakt da ist. Ich habe auch vor ein paar Tagen so ein paar Mitarbeitern, wo ich dann zufällig die Handynummer habe, den habe ich einfach mal kurz eine Nachricht geschickt, wie es denen geht, was sie so machen, und dass ich denen einfach für ihre gute Gesundheit wünsche. Und so versuche ich das einfach auszubreiten, einfach in Kontakt zu bleiben. Also je mehr Mitarbeiter ich mich auseinandersetzen kann, je besser. Ich habe jetzt auch ein bisschen mehr die Zeit, und das ist halt sehr, sehr wichtig, den Kontakt hochzuhalten. Es ist natürlich für viele Betriebe wirtschaftlich auch nicht einfach, wenn man geschlossen hat, und dann gibt es auch vielleicht Entscheidungen, die man nicht selber treffen kann, wodurch man dann gezwungen ist, bestimmte Maßnahmen zu treffen, die Mitarbeiter dann auch beeinflussen. Das gibt es auf jeden Fall. Das gibt es sehr viel in großen Hotelketten, dass wirklich aus der Zentrale eine Entscheidung getroffen wird. Und ja, da kann man nichts machen. Ich habe das ganz große Glück, in einem Privatunternehmen zu arbeiten, und wo unser Eigentümer mit uns involviert ist und wir uns absprechen und wir uns austauschen und schauen, was das Beste für die aktuelle Situation ist. Und das ist auch der Grund, warum wir im Moment auch noch aufhaben. Und diese Investition tätigt unser Eigentümer auch. Und das ist eine tolle Sache, dass er das unterstützt. Natürlich, solange es wirtschaftlich Sinn macht. Aber ein Haus zu schließen, und wenn man dann geschlossen hat, das heißt nicht, dass man dann keine Kosten hat. Die Kosten sind dann immer noch enorm hoch, Instandhaltung, man braucht immer doch noch ein bisschen Personal im Haus, die bestimmte Tätigkeiten dann ausführen. Also es ist für keinen einfach, aber wenn man gezwungen wird zu schließen aus finanziellen Gründen, aus gesundheitlichen Gründen oder, das ist natürlich das Schlimmste, und das tut mir auch furchtbar leid für die Häuser, die das machen mussten. Ja. Aber eine Krise, egal welche Krise, auch wenn es jetzt mal weg von der aktuellen, eine Krise hat ja aus meiner Sicht immer was Positives,
Was siehst du denn, was wir gewinnen können, auch gerade mit dem Team? Also was vielleicht, welche Chance steckt für euch gerade dahinter, als Team gestärkt aus der Krise hervorzugehen? Den Zusammenhalt weiter zu stärken, das auf jeden Fall, aber auch die Zeit zu nutzen, jetzt anders zu denken, weil eine der Aussagen, die man ja immer trifft oder die man immer wieder hört, nicht immer trifft, aber die man immer mal wieder hört, ja, das machen wir schon immer so. Jetzt ist genau die Zeit, um Sachen, ne, so Glaubenssätze aufzubrechen oder irgendwie ja, Sachen wirklich anders zu machen, Sachen zu überdenken. Ob es jetzt zum Thema Nachhaltigkeit vielleicht ist. Jetzt ist genau die Zeit, um auch das Thema Nachhaltigkeit noch weiter durchzuführen, weil Gäste werden nach dieser Krise viel mehr Verständnis für die unterschiedlichsten Sachen haben. Und das ist auch die Nachhaltigkeit oder Entscheidungen, die ein Hotel trifft, aus verschiedensten Gründen. Das Verständnis wird viel mehr da sein, dass vielleicht das Angebot sich ändert, aber dieses Angebot mehr Sinn macht. Und deshalb kann man genau dadurch stärker aus der Krise rauskommen, aber weiterhin die Loyalität zeigen, die Loyalität den Gästen gegenüber, die Loyalität den Mitarbeitern gegenüber und die Loyalität den Partnern, den Zulieferern gegenüber auch. Wir sind in dieser ganzen Krise, sind wir alle zusammen und da kommen wir auch nur zusammen wieder raus. Ja. Und jetzt bist du ja jemand, wir kennen uns ja schon seit 3 Jahren, lieber Alex, der für mich jemand ist, der irgendwie immer positiv ist. Und du bist für mich jemand, der nie den Kopf in den Sand steckt. Und wenn du es mal machst, dann stehst du aber sofort auch wieder auf. Was hast du selber denn für Gewohnheiten für dich, dass du dich selbst motivierst? Du bist Meister darin, auch die anderen zu motivieren. Aber wie schaffst du es denn selber, so motiviert zu bleiben? Wie ich vorhin sagte, ich bin ein geborener Optimist. Also ich sehe eher in Krisen eine Chance. Aber ich mache auch ein bisschen Sport. Ich stehe früh auf und starte meinen Tag und bin dann auch sofort motiviert und fange mit positiven Sachen an, die mich positiv persönlich dann betreffen. Und da ist meine Gesundheit natürlich sehr, sehr wichtig. Und ich komme dann positive Sachen. Mach mal ein Beispiel. Nenn mal ein Beispiel. Meine Ernährung, mich um meine Ernährung kümmern, ohne dass ich darunter leide. Ne? Es gibt ja Leute, die ändern ihre Ernährung und leiden darunter, weil es schmeckt nicht oder dies, das, jenes. Nein, ich esse immer noch die Sachen, die ich gerne esse, aber halt im normalen oder gemäßigten Maß. Ich mache mir meine Tasse Tee morgens früh und meinen Tee trinke ich den ganzen Tag. Es gibt so einfach so ein paar Gewohnheiten oder morgens meinen, ich nenne es mal Vitamin- und Energiedrink, den ich da trinke, der tut mir gut morgens früh. Und und ich lasse mich auch hier und da berieseln, aber von bestimmten Leuten. Leute, die optimistisch sind, Leute, die positiv drauf sind, weil auch das hilft mir. Aber ich stecke den Kopf so gut wie nicht in den Sand. Ich versuche eine Lösung zu finden, wenn wir da mal eine Herausforderung haben. Aber ja, also mich kriegt man nicht so schnell unter. Nee, das glaube ich. Aber also mir geht es ähnlich. Also ich nehme auch sehr viel Zeit für mich selber, vor allem morgens. Die Führungskräfte, die Leader, Unternehmer, die kennen das ja selber. Wir haben so viel Verantwortung für andere Menschen und manchmal kommen wir selber zu kurz. Und ich habe da eine ähnliche Gewohnheit, einfach morgens mal Zeit nehmen für mich und das auch zu mir nehmen, wozu ich gerade Lust habe. Manchmal ist es tatsächlich auch die Tafel Schokolade morgens und nehme einfach nur mal meine Zeit, ja, damit ich mal für andere den ganzen Tag dann auch wirklich Zeit habe, entspannt und mich wirklich auf die anderen Menschen konzentrieren kann. Ja, absolut. Jetzt sind wir schon fast am Ende, lieber Alex. Das ging aber schnell. Das ging schnell, ja. Wir könnten jetzt hier, glaube ich, noch einen ganzen Tag weitersprechen. Ja. Jetzt fragen sich vielleicht auch ein paar, Mensch, was passiert denn weiter? Also was ist so deine große Vision in den nächsten Jahren in dein Leben? Was ist für dich vielleicht jetzt schon deine Erfüllung oder wo soll die Reise mal hingehen? Ich habe
absolut eine Vision, wie es in den nächsten Jahren für mich weitergehen soll. Ich fühle mich unfassbar wohl im Site und möchte das einfach weiter ausbauen, möchte persönlich wachsen. Ich habe noch so ein paar Ideen, die ich noch so ein bisschen im Kopf weiter verarbeite, was noch alles so auf meinem Weg. Ich bin ja noch jung, sage ich jetzt mal so. Aber nee, es sind noch viele Jahre vor mir, wo ich noch viele Sachen bewegen kann. Da habe ich schon noch ein paar Ideen, aber ich will einfach gesund bleiben, glücklich bleiben, Sachen machen, die mir Spaß machen. Und ja, eine gesunde Familie zu haben, einen gesunden Austausch mit meinen Freunden zu haben, Sachen auch mal anders zu machen. Das ist, glaube ich, einer meiner, ob es ein Leitbild ist oder ob es mein Motto ist, ich will Sachen gerne anders machen, weil normal ist langweilig. Aber ich möchte nicht unbedingt polarisieren, das ist jetzt nicht, was mein Ziel ist, aber ich möchte einfach mal auch andere Sachen probieren. Andere Sachen, auch Hotel mal anders machen. Nicht wie man es gewohnt ist, so wie man es vielleicht gelernt hat in der Schule. Nein, Hotel auch mal ein bisschen anders machen, aber auf sehr, sehr persönlicher Weise. Das ist mir ganz, ganz wichtig und dass man auf Augenhöhe ist mit dem Team, mit den Gästen, Respekt zeigt, aber auch viel Freude miteinander habt und sich vor allem nicht so ernst nimmt. Ja, da hast du vollkommen recht. Und das ist auch ein ganz toller Übergang, denn ihr nehmt euch auch nicht so ernst. Du hast gerade was ganz Tolles ins Leben gerufen. Du hast ja, bevor wir jetzt diesen Podcast hier gerade aufnehmen, ein anderes Interview gehabt, wo es auch um Thema Leichtigkeit geht, so wie ich das verstanden habe. Vielleicht magst du ganz kurz über dein neues Projekt was sagen, worum es da geht, ganz kurz, und wo kann man dich finden, wie kann man dir folgen? Erzähl mal ganz kurz davon. Ja, sehr gerne. Also jetzt, die Corona-Krise gibt uns auf der einen Seite zum Teil mehr Zeit, aber es gibt uns vor allem auch Zeit, um kreativ zu werden. Und da bin ich mit einem Kollegen, mit dem ich mich schon regelmäßig austausche, sind wir auf die Idee gekommen, eine Art Interview, eine Sendung zu kreieren, die wir live auf YouTube zeigen, Generation Age, weil man spricht ja immer von Generation X, Generation X, Y, Z und so weiter. Aber bei uns ist es Generation H, also Generation H für Hotelier, weil wir sind alle Hoteliers und dass wir uns da austauschen. Also nicht wir zwei nur und wir holen jede Woche, jeden Donnerstag um 11 ist es im Moment, holen wir einen Gast mit in die Sendung live auf YouTube. Heute haben wir Holger Bodendorf vom Landhaus Stricker auf Sylt, wie er mit der Situation umgeht. Letzte Woche hatten wir Markus Frenkler aus dem Hotel der Blaue Reiter aus Karlsruhe. Und in den nächsten Wochen werden wir noch tolle Persönlichkeiten, tolle auch Funktionäre aus der Hotellerie und Gastronomie in der Sendung haben. Und uns da austauschen, lernen, zu inspirieren, zu informieren. Aber einfach eine neue Plattform zu sein, wo Leute sich vielleicht die ein oder andere Info abholen können. Es geht da nicht um Entertainment, vielleicht ein bisschen Infotainment, aber es ist da der Austausch zu sein, eine Austauschplattform für die Hotellerie und Gastronomie. Vielleicht auch mal eine tolle Idee von einem der Kollegen mitzuteilen, auch da die Plattform zu bieten, wo viele andere sich vielleicht ein Vorbild von nehmen können. Also wir sind auf LinkedIn sehr aktiv, wir haben ja gerade erst letzte Woche angefangen, aber auf LinkedIn sind wir, auf Facebook, aber natürlich auf YouTube, das ist unser Hauptkanal, wo wir die Sendungen senden werden und auf Spotify ist dann auch immer der Audiomitschnitt von der Sendung dann als Podcast zu finden. Ja, und mich persönlich findet man auch überall im Internet, einfach meinen Namen googeln, Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn, Xing, auf meiner Alex Webseite. Überall vertreten. Der Direktor mit Herz. Digital unterwegs, ja. Genau. Es kommt auf jeden Fall dann noch in die Shownotes, der Link dann zur Generation H, Generation H. Ja. Genau. Bevor wir jetzt gleich wirklich zum Abschluss kommen, nochmal ganz spontane, kurze, inspirierende Gedanken von dir. Welches Buch würdest du zum Thema Leadership empfehlen?
Stephen Covey, Seven Habits of Highly Effective People. Ich weiß nicht, wie es auch gerade auf Deutsch heißt. Das habe ich vor über 20 Jahren zum ersten Mal gelesen und es begleitet mich seitdem. Es sind Gewohnheiten, die einen helfen. Also Seven Habits of Highly Effective People ist ein Buch, was vor vielen, vielen Jahren geschrieben wurde und das für mich immer noch wirklich sehr, sehr nützlich ist für den Alltag als Leader, als Person. Ja, es gibt viele andere Bücher und ich lese jetzt immer mehr, aktuell auch The Blueprint von einem ehemaligen CEO vieler großen Firmen, wie er geführt hat, wie sein Lebensweg war, aber vor allem auch, wie wir als Führungskräfte Schritt für Schritt Kleinigkeiten in unserem Führungsstil oder in unseren Führungsgewohnheiten auch ändern können. Und das ist wirklich so eine Art, ja, eine Begleitung zur Veränderung und Schritt für Schritt, also das lese ich aktuell, The Blueprint. Packen wir auch noch mit in die Show Notes. Welches Wort verbindest du mit Leadership? Ein Wort, was dir spontan einfällt. Bitte? Herzlichkeit. Herzlichkeit. Was verbindest du mit Erfolg? Freude an das haben, was man erreicht hat. Wenn ich einen Mitarbeiter aus deinem Hotel frage, was würde er über dich sagen? Er ist nicht wie die anderen. Okay. Welchen Tipp hast du für jede Führungskraft da draußen? Bleib auf dem Boden, streiche Arroganz aus deinem Leben und sei für dich und dein Team da. Wow. Vielen, vielen Dank, Alex. Es war mir eine ganz große Ehre und Freude, das erste Interview mit dir machen zu dürfen. Und ich glaube, es sind ganz viele Impulse, sehr viel Mehrwert für alle da draußen, die zuhören, dabei. Und ja, ich danke dir von ganzem Herzen für deine Zeit, für deine Freundschaft. Und ich hoffe, dass wir nochmal ein zweites Interview machen. Danke. Jederzeit gerne. Vielen Dank, Jesse. Und ja, es war eine Ehre, in deinem ersten Podcast dein Gast zu sein, dein Freund zu sein. Und ich wünsche dabei unfassbar viel Erfolg und vor allem Freude. Hab Freude daran. Und es war ganz toll. Danke. Danke. Die Freude ist heute schon mal sehr gelungen. Vielen Dank, Alex. Bis bald. Danke.